Ist ein bisschen schade, dass so wenig Leute hier drauf sind. Es waren vorher 13 Leute hier drauf, deswegen bin ich auch hier drauf gegangen, weil es relativ viele Leute waren. Und man vielleicht noch ein bisschen PvP-Action hier hätte, aber... Naja. Sind es quasi fast nur noch die Hälfte. 7, oder? Ah, ne, 8. Okay. Und da haben wir auch schon wieder einen Crawler. Ich hätte mir vielleicht die Katana mitnehmen sollen, die ich in meinem Inventory habe. Das wäre nochmal nicht schlecht gewesen für den Versuch hier Riverside zu securen. Katana natürlich die beste Nahkampfwaffe, ist ja klar. Ich hole mir mal die Katana. Wir versuchen mal Riverside zu securen mit der Hilfe der Katana. Okay, da ist ein Crawler, der ist unser geringstes Problem gerade, den können wir locker umgehen. Es ist nur zu deinem Besten. Kollege Crawler. Da haben wir auch schon Riverside. Riverside ist ja schon Lakeside. Na. Du wolltest ja nicht hören. Na? Außerdem müssen wir uns noch healen, fällt mir gerade ein. Gut. Na, kann ich das noch aufnehmen? Ich glaube, wir sind auch bei einem Kambat schon. Das ist schlecht. Weil uns jetzt jeder Loot durch die Lappen geht, wenn wir hier durch die Subway durchlaufen. Aber ja, den Goethe der Straße, den Baseball-Bat direkt aus dem Azad-Video werde ich erstmal ins Global Inventory verlegen. Level sind wir auch schon wieder aufgestiegen. Können wir schon wieder... ja, gehen wir auf Melee, damit wir auf jeden Fall chargen können demnächst. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Ich kaufe mir einfach mal noch ein bisschen Bullets, glaube ich. Im Store. 250, ey, das ist ganz schön viel. Für 32 Schuss, aber gut. Nicht Shotgun, ich Idiot. Vollidiot. Okay, das wollte ich noch, genau. First Aid Kit. Na komm. Achso, ja, ist wieder zu schwer. Na komm, dann droppen wir das. Und droppen das. Dann nehmen wir uns das hier mit. Dead Consume. Schmeckt großartig. Und nehmen das Package wieder an uns, was nicht geht, weil wir erstmal wieder reloaden müssen. Jetzt geht's immer noch nicht, weil wir immer noch 8 Schuss haben. Das heißt, die 8 Schuss sollten wir ablegen, glaube ich. Ah, ich liebe das. Jetzt vielleicht. Ist immer noch zu spät. Warum ist es immer noch zu schwer? Das war doch vorher schon nicht so schwer. Was soll denn das? Moment, ich werde erstmal das ablegen. Das kann man eigentlich verkaufen. Wir haben noch 6 Stück davon im Global Inventory. Das heißt Sell. Dann nehmen wir eins mit. Jetzt geht's. Gut. Dann auf Richtung Riverside. Katana mit dem Anschlag. Und wunderbar. Moment, wie viel Gewicht haben wir jetzt? Ah, okay, auf jeden Fall können wir keinen Loot mehr mitnehmen. 60,5 von 61, also hart an der Schmerzensgrenze. Schmerzgrenze einfach. Moment, das machen wir auf Quickslot 4. Und das müssen wir auch gleich konsumieren, weil wir nicht mehr viel, weil unsere Hungerleiste nicht mehr allzu gut aussieht. 7 Spieler wieder. Aber ich soll mal wieder den Waypoint legen, glaube ich. Das ist eine ganz gute Idee. Na. So, noch 20 Minuten haben wir Zeit, um Riverside zu securen. Ich habe so das Gefühl, das wird so eine Suicide-Mission irgendwie. Ich hätte vielleicht Shotgun und Shotgun-Shells mitnehmen sollen, anstatt die Uzi und gar nichts. Aber das Problem ist ja, dass wir dann wieder over-encumbered werden. Und generell Schusswaffen versuche ich mal zu vermeiden. Das mit dem Sneaken ist eigentlich die beste Idee, die man haben kann. Weil man das Safe Zone alleine zumindest secured. Wenn man im Team ist das wieder eine andere Geschichte. Und wie gesagt, das ist anscheinend nur noch ein Device. Das wahrscheinlich so tief in der Safe Zone ist, dass wir da gar nicht hinkommen. Aber mal gucken.
Ich bezweifle es, dass es irgendwo leicht zu erreichen ist. Weil ich denke mal, dass die wurden auf jeden Fall schon gecaptured. Aber es wäre gut, wenn wir das schaffen, denn wie gesagt, wir haben ja Courier-Packages dafür. Für Riverside, und zwar 3 Stück an der Zahl. Das wäre ja wunderbarst, wenn wir das auf jeden Fall schaffen. So, dann hat man hier das Bottled Water konsumiert. Füllt ungefähr so die Hälfte der Hungerleiste wieder. Und damit kommen wir auf jeden Fall nicht bis zur Riverside, das ist schon mal sicher. Aber wir kommen zumindest schon mal einen schönen weiten Weg. Und ich möchte größtenteils Nether, die wir auf dem Weg finden, vermeiden, denn ich lasse mich auch gerne mal von Crawlern treffen, wie ihr schon gesehen habt. Und das ist nicht von Vorteil. Wir sollten mit so viel Hitpoints wie möglich uns in Riverside ankommen. Das ist nur zu unserem Besten auf jeden Fall. Wahrscheinlich kriege ich wieder so einen Golem-Spawn oder sowas hier unten. Ich sehe schon kommen. Shrieker sind ja eigentlich kein Problem. Also zumindest nicht hier underground. The camo backpack is truly dead. It's not visible on my back. Okay. Ja, dann macht das dem Namen auf jeden Fall alle Ehre, würde ich sagen. Ist ja auch ein camo backpack und kein visible backpack. Macht schon Sinn in diesem Sinne. Dann gehen wir hier raus. Okay, kein Batman hier in der Nähe, das ist gut. Und generell die ganzen Search-Dinger können wir erstmal, oder müssen wir erstmal ignorieren. Bringt uns ja in dem Fall nichts, wenn wir da trotzdem Search versuchen. Hauptsache, das Repairen klappt. Das wäre nochmal bitchig gewesen. Ziemlich leer hier, zumindest hier in meinem Umfeld, so wie es aussieht. Ah, Moment, wir können hier unten in die Subway reingehen, da kommen wir nämlich in der Nähe von Riverside raus. Die Schüsse müssen von da hinten kommen, glaube ich. Das heißt, ab in die Subway. Kein Bock auf Leute, die sich wehren können. Nee. Oh, da haben wir eine Waffe. Oder? Ja. Perfekt. Die wir nicht aufnehmen können. Aber wir könnten theoretisch, wollte ich gerade sagen, die Waffe unloaden. Das machen wir auch mal. Aber ich glaube dann... Nee, dann kann ich mein Backpack wieder nicht mitnehmen. Also normalerweise könnte ich die Waffe jetzt nehmen, weil die hat 9mm Rounds. Und sie unloaden, damit ich die ganzen 9mm Rounds daneben bekomme für meine Uzi. Aber das Problem ist eben, dass die auch was wiegen. Und ich denke mal, dann können wir das Backpack wieder nicht mitnehmen. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd. Die Bands sind allerdings perfekt. Safe Zone secured? Riverside, super. Dankeschön dafür. Dann muss ich mich ja damit zumindest schon mal nicht rumschlagen. Das einzige Problem ist, dass wir irgendwo hinten Schüsse gehört haben. Und falls der jetzt hier auch in den Underground hier gegangen ist, wäre das ein bisschen von einem Nachteil. Denn wie gesagt, da kann sich anscheinend wehren. Ich habe halt ein bisschen mehr Schuss als ich und trifft auch ein bisschen besser als ich. Was nicht schwer ist, davon mal abgesehen. Aber zumindest, wenn wir das jetzt hier schaffen, diesen Kuriergang von Lakeside nach Riverside, bekommen wir zumindest den Arsch voll an XP und an Geld. Und wir sind gar nicht mehr weit von entfernt. Direkt, wenn wir jetzt rauskommen, müssen wir, glaube ich, nach links. Und dann können wir schon raus. Direkt dann Sprint Richtung Riverside. Der Weg zum Safe Room ist relativ, oder zur Safe Zone ist relativ kurz. Und wenn da kein Spieler in der Nähe ist, der irgendwie vor der Safe Zone sniped, sollten wir auch relativ safe sein eigentlich. Durch schon mal in Nether rumfliegen. Ein bisschen Crunchy Bands mit. Ist Crunchy Bands eine Abwandlung von Uncle Bands? Ich weiß nicht.
Aber ich glaube, es ist nahrhafter, ungekocht, als Uncle Ben's letzten Endes. Und sehr schön, das Spawns hier. Wir nehmen mal das Bottled Water mit. Vielleicht Bromax. Klappt auch noch. Wunderbar. Gut. Direkt gespawnt, als wir hier vorbeikamen. Das finde ich doch extrem nett. Von dem Game. Gut. Riverside haben wir jetzt direkt hier links von uns. Jawohl. Sie ist ja secure, das heißt, wir können auf jeden Fall drauf losrennen. Hier haben wir ein paar Lost, die sind relativ häufig hier in Riverside und davon nicht wenige vor allem auch. Okay, welchen Trader brauchen wir denn jetzt hier? Blue Trader, Blue Trader, Blue Trader. Okay, dann gehen wir mal zum Blue Trader, würde ich sagen, ne? Wer so viele Courier Packages? Blue Trader, da oben ist er, oder? Oder war das der Craft-Kollege? Aber Riverside ist eine ziemlich coole Safe Zone. Ich finde die cool vom Aufbau her. Ne, das ist auf jeden Fall nicht der Trader. Da ist er. Da kommen wir hoch, genau. Ich war schon ziemlich oft hier, deswegen kenne ich mich ja ganz gut aus eigentlich. Das ist wie meine Westentasche. Level 26! Direkt alle Packages natürlich removed, klar. Aber nur ein Level aufgestiegen, obwohl wir so viele Packages hatten. 3 Stück. Na gut, nehmen wir mal zur Kenntnis. Level 26, immerhin, ne? Immerhin Level 26, 690 XP dafür. Das ist ein Lakeside-Package. Na gut. Wo haben wir denn jetzt noch welche? Wo waren denn die ganzen Packages, die wir gerade gesehen haben? Die waren irgendwo unten, oder? Ich glaube ja. Reputation for all tribes. Ich bin schon richtig, richtiger Star hier. Finde ich gut. So, gucken wir mal, welche Safe Zone hier die Packages letzten Endes sind. Da haben wir einmal Museum, das kann man ja vergessen. Westview und Lakeside. Ich habe echt keinen Bock auf Westview, ganz ehrlich. Und das macht auch keinen Sinn, weil die Safe Zone unter Beschuss ist. Und. Ah, ne, ist eine Nether Search, okay. Ich dachte schon. Na, ich nehme Lakeside, ne? Nehm mal Lakeside. Lakeside ist auf jeden Fall mein Baby quasi, was das angeht. Lakeside ist schon toll. Wir können auch mal gucken, ob wir hier irgendwo auf den Plateaus noch welche haben. Es gibt übrigens einen Glitch. Oder einen Bug, besser gesagt, der immer noch vorhanden ist hier in Riverside. Ich schaue gerade, wo das ist. Es gibt nämlich ein Package, das spawnt immer und zu dem kommt man nie. Ich guck gerade mal, wo es ist. Wo war es denn? Ich finde es immer, da ist es, genau. Und zwar... Ne, den Jump schaffe ich auf jeden Fall nicht. Da muss ich von hier oben kommen. Und zwar... spawnt normalerweise immer hier drinne, genau hier drinne, ein Package und man kommt nie ran. Ihr könnt hier, ihr könnt ducken oder ihr könnt hier so ranschleichen oder rankriechen. Ihr kommt an dieses Package nie ran und das, den Bug gibt es seit jeher und ich bin mal gespannt, wann das letzten Endes behoben wird. Okay. Ich find's ja cool, wenn hier noch ein Package für Lakeside wäre, dann würde das Ganze auch noch Sinn machen. Also LSZ ist klar, ist Lakeside Safe, also ist Lakeside Safe Zone. MTO ist Museum Trading Outpost, WTO ist Westview Trading Outpost und RTO ist logischerweise Riverside Trading Outpost. Aber anscheinend haben wir hier wirklich keine weiteren Packages, was ein bisschen... Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wir haben auch nichts zu verkaufen so richtig, von daher... Nehme ich mal wieder mein Baseballbett am besten. Katana möchte ich dann doch lieber saven für Notfälle. Aber ich könnte eigentlich auf jeden Fall mein Dings hier ablegen. Meine 6 Bullets, die ich ja gerade momentan nicht brauche. Da hinten habe ich noch ein Package gesehen. Da hinten. Gerade gespawnt. Vielleicht ist es ja das, was wir letzten Endes... Oder was, nach was ich gerade frage. Nach Lakeside.